jetzt insofern verändert, der Frauenfußball, dass wir einfach sehen, dass Mädchen heute selbstverständlicherweise Fußball spielen können. Ich glaube, in meiner Karriere hat man mir 500 Mal die Frage gestellt, wie bist du zum Fußball gekommen? Und ich bin ja so die Generation Lothar Matthäus. Ich glaube, den hat man nie gefragt, wie er zum Fußball gekommen ist. Das war schon ein großer Unterschied. Und heute empfinde ich es zumindest so, dass die Spielerinnen nicht mehr so oft gefragt worden, wie bist du denn zum Fußball gekommen oder warum spielst du Fußball, sondern ist einfach selbstverständlich. Und das ist der größte Schritt, den wir halt machen können. Ich war ja Straßenfußballerin. Ich habe das Spielen auf der Straße gelernt. Und ich glaube, es hat mir einen Mehrwert gegeben. Es hat mich auch ein bisschen härter gemacht und Widerstände hat es gegeben. Und du kannst natürlich dann die Dinge, die später gekommen sind, die kannst du viel mehr genießen, auf einem wunderschönen Rasen zu spielen, Bedingungen zu haben, die dir das Herz einfach aufgehen lassen. Und von daher wunderbare Erinnerung an meine Kindheit. Das sind tolle Spielerinnen, die charakterlich wirklich an ihre Grenzen gehen wollen. Die haben diese Bereitschaft, alles zu geben. Sie sind Top-Profis, sie bereiten sich unheimlich fokussiert auf die Dinge vor, aber sie haben auch noch ein Leben nach dem Fußball. Und das ist die Challenge, das zusammenzubringen. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, wir haben Schülerinnen dabei, die von der Schule zum Training hetzen manchmal. Da müssen wir die Challenge herausnehmen, dass sie sich noch vernünftig ernähren. Da müssen wir praktikable Tipps geben. Wir haben nicht überall die Fußballstruktur, die uns sie auch wünschen würden als Trainerin. Aber die Mädels machen das einfach super, weil sie diesen Sport lieben und weil sie ihn leben. Ich bin stolz, dass wir so authentisch sind. Ich bin stolz darauf, dass wir, glaube ich, tolle Vorbilder sind, dass wir Werte leben, dass wir soziale Kompetenz haben. Wir gehen die Wege miteinander. Wir sind auch in der Lage, uns mal etwas zu sagen, was unangenehm ist. Ich glaube, wir haben eine ganz tolle Wertekultur in unserer Mannschaft und überhaupt im Frauenfußball. Wir haben viele Dinge, die uns doch ein bisschen auch eine eigene Identität geben. Tolle Stimmung, familiär, wir sind nah dran am Fan. Wir haben einen tollen Respekt vor Schiedsrichterleistungen. Also viele, viele Dinge, die wir woanders nicht mehr so oft sehen. Ja, was löst eine WM aus? Also erstmal wirklich stolz, weil das ist ja nicht selbstverständlich, dass man an einer Endrunde dabei ist. Das ist ja ganz klar. Dann ganz viel Freude, weil ich glaube, dass diese WM in Frankfurt, diese WM in Frankreich sehr stimmungsvoll werden wird. Der Frauenfußball in Frankreich ist hoch akzeptiert. Die Zuschauer werden kommen, es wird wirklich ein Feeling geben. Es gibt ja so eine Tour de France, man geht in alle Bereiche, man wird viele unterschiedliche Orte sehen. Und dann natürlich die Challenge, die große Challenge. Wir haben Top-Teams dort. Ich glaube, dass 8 bis 10 Teams tatsächlich berechtigt um diesen WM-Titel spielen können. Und das haben wir ganz, ganz lange nicht gehabt. Und dann haben wir natürlich eine Verantwortung, Deutschland zu repräsentieren, zu zeigen, dass wir cool sind, dass wir was können, dass wir leidenschaftlich sind. Und da kommen ganz viele Faktoren zusammen. Brauche ich nicht. Hab ich. Die Liebe meines Lebens. Werden wir toll performen.